Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Das sieht jetzt zwar ein bisschen prollig aus, Leute, aber es geht nicht anders, denn es sind bei mir 30 Grad in der Hütte. Oder über 30 Grad, so ja. Seht ihr das? 30 Grad. Es ist heiß. Ich komme jetzt gerade vom Schwimmen mit meiner Tochter. Wir haben Abendbrot gegessen. Hier ist ein Paket. Ich werde das jetzt nicht hochheben, weil dafür ist es einfach zu schwer. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Also ich warte auf zwei Sachen von Amazon. Das sollte jetzt eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach Odin mal shoppen mache oder ob ich gleich Unboxing mache und ein Hardware-Check. Ich mache einfach Unboxing. Wir können jetzt zwei Sachen oder eine Sache sein. Ich habe noch keinen Plan. Ich hoffe, es sind zwei Sachen. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe was. Yeah. Es ist nur eine Sache. Eine verdammt große Sache. Boah, Alter, leck mir am Arsch. Alter Schalter. Ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ich habe mir von Philips... Nämlich bei Amazon habe ich mir gekauft. Wo steht da? Da oben steht's. Nee. Irgendwo steht die Typenbezeichnung. Warum steht die Typenbezeichnung nicht wie bei jedem Gerät vorne drauf? Philips Avance Kollektion Blender 800 Watt 2 Liter Probenz. Ja, der hat halt mit den Dings. Aber der hat ohne Typenbezeichnung. Wenn ich jetzt wüsste, wo die genau steht, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Gucken wir mal die andere Seite. Also Philips, da müsste man nachbessern, dass man, wenn man Videos darüber macht, dass man halt auch mal eine Betonung. Also ich habe das jetzt nicht gesponsert gekriegt, ich habe das selber gekauft von meinem Geld. Ja, fast 100 Euro. Na gut, 69. Oder 79, 89? Keine Ahnung, ich packe euch den Amazon-Link mit runter. Haben sie jedenfalls runtergesetzt. Davon gibt es verschiedene Modelle. Und ich suche gerade meins. Ist mir scheißegal, wo meins ist, jetzt ist egal. Ich packe euch das einfach drunter. Und ich wollte eigentlich nur in Odin mal shoppen machen, weil ich wollte eigentlich einen Mixer in der Stadt kaufen, aber da stand was wieder von Severin war das, und da stand was von eine Minute oder so. Und da ich ja im Fernsehen bzw. Einige Dokus aufgeklärt bin, dass wenn sowas da steht, dass man da aufpassen soll, dass man eine maximale Minute betreiben soll, sonst brennt das Ding durch oder die Schrauben, die Mixer hauen nicht mehr richtig hin oder was, weiß ich. Und deswegen habe ich da lieber nicht zugegriffen. Und habe hier jetzt zugegriffen. Alter Schalter, wie groß ist denn das Dreckteil? So groß sah es in der Beschreibung gar nicht aus. Leck mich an den Tisch. Oh, schwer. Schwer ohne. Groß und schwer. Oh, klasse. Oh. Ja, da wissen. Oh, mein Stand. Da wissen wir wenigstens, was man für sein Geld kriegt. So. Ich werde auch gleich mal hier unboxen, komplett unboxen hier. Und ich habe mir entschieden, ich mache doch noch ein Hardware-Video mit euch und ein Hardware-Check, da werden wir das einfach mal benutzen. Ich habe auch schon Zutaten hier gekauft, die liegen hier schon alle rum und habe ja nur auf meinen Mixer gewartet. Ui, oh, der hat nämlich eine Glaskaraffe, 2 Liter. Oh, sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Wer kommt denn hier oben rauf irgendwie oder so oder nicht? Ach so, nicht. Irgendwie. Wozu ist denn hier eigentlich denn das Ding da? Ich weiß nicht, wofür das Ding da ist, aber... Nee, so passt das nicht. So.
So passt es. Ach so. Aber warum ist denn hier so ein Schlitz? Ich würde gerne mal wissen, wofür der Schlitz ist. Bestimmt, um irgendwas ablaufen zu lassen. Egal. Werde ich bestimmt noch später rauskriegen. Oh, der hat nämlich hier auch schöne fette Tasten. Das ist für kleine Hände ideal. Kann man auch Power machen. Und der hat ein Crush-Eis-Teil und hast nicht gesehen. So, und vor allen Dingen 2 Liter. Das macht sich halt super, weil ich habe eine Tochter und da ist das halt immer von Vorteil. Das stand in der Beschreibung aber besser drauf, dass man das hier oben drauf machen kann. Okay. Ja, da haben wir hier oben dann halt praktisch das Ding zum Zumachen und Befüllen. Dann haben wir auch hier nochmal so einen Kratzerschaber, da kann man das dann halt hier von hier oben rennen und dann so vom Rand wegholen und dann passt das schon. Und wie gesagt, 2 Liter. Ach. Ja, der befüllt. Der ist richtig fest drauf hier. Ach, das ist ja schon mal positiv, dass er so fest ist. Und der hat richtig schöne dicke Gummidichtung. Das ist schon mal positiv, dass der so fest ist. Dann kann man da wenigstens nichts verkehrt machen. Dann kommt da oben nichts raus. So, das war jetzt aber auch mal Schluss mit Unboxing. Ihr seht jetzt das Teil. Hier irgendwie so Bedienungsanleitung habt ihr auch noch dazu. Jetzt hau ich mir mein Mikrofon mit ab. Ey Leute, das ist heute nicht mein Tag, ey. Ich hätte mal doch nur ein Video machen sollen. So, naja. Dann haben wir hier noch einmal, zweimal, dreimal und ditte. Aber ich würde sagen, wir werden uns jetzt gleich die Hardware mal ganz genau angucken. Was wir jetzt hier eigentlich schon gemacht haben, weil ich schon wieder vorgegriffen habe. Aber ja, ich werde auch gleich mal schon mal alle Tier herholen. Und dann werden wir mal anfangen, das Ding hier zu benutzen, würde ich sagen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.